Liebe Mitchristen, liebe Nachbarinnen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner hier von unserem Stadtbezirk, ich grüße Sie ganz herzlich heute Morgen hier von der Kirche in Riedenberg. Sie ist leerer als sonst, es ist nicht so viel los. Wir können gerade keine Gottesdienste feiern. Konfirmandinnen und Konfirmanden können nicht zusammenkommen. Alle Gruppen und Kreise können im Moment nicht stattfinden. Aber etwas findet trotzdem statt und das ist Glaube und unser Miteinander. Glaube findet statt, zum Beispiel dann, wenn die Glocken läuten. Sie rufen uns zum Vaterunser, zum gemeinsamen Gebet und auch zum Denken an alle unsere Nachbarinnen und Nachbarn, die gerade vielleicht in ihren Häusern sein müssen. In besonderer Weise denke ich einfach auch an die Bewohnerinnen und Bewohner des Augustinums und der Seniorenresidenz am Sillenbucher Markt. Wir sind miteinander verbunden, auch wenn wir im Moment nicht zusammenkommen können. Wir sind miteinander verbunden, indem Kinder Bilder malen, zum Beispiel für ihre Nachbarinnen und Nachbarn, die sie direkt einwerfen oder auch bei uns im Pfarramt einwerfen und wir geben sie dann weiter. Wir sind miteinander verbunden über Lieder, die wir auf den Balkonen singen und über Musik, wo wir die Fenster ganz weit aufmachen. Im zweiten Brief des Timotheus lesen wir, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir Dinge weiter tun, die uns ausmachen als Gemeinde und als soziales Miteinander. Es sind viele Dinge nämlich auch nicht abgesagt. Liebe ist nicht abgesagt, Freundlichkeit ist nicht abgesagt, Zuneigung ist nicht abgesagt, Briefe schreiben ist nicht abgesagt, Anrufen ist nicht abgesagt. Und ich bin mir sicher, Ihnen fallen noch viel mehr Dinge ein, die auch nicht abgesagt sind. Also behalten Sie den Mut, bleiben Sie frohgemut im Glauben und in der Liebe und schauen Sie auch ab und zu auf unsere Homepage. Da finden Sie geistliche Impulse, jede Woche neu geschrieben für jeden Sonntag. Ich wünsche Ihnen, dass Sie zuversichtlich bleiben, dass Sie Gott etwas zutrauen, weiterhin in Ihrem Leben, dass er es zum Besten wenden möge. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie neue Zeit als Geschenk wahrnehmen können. Bleiben Sie behütet.